Willkommen zu einem neuen Video von Eurosol. Heute zeigen wir euch Eurosol Benzinsystem. Es geht um die Fähigkeit des Wasserbindens und um die Reinigungswirkung von Eurosol Benzinsystem. Viel Spaß! In jedem Kraftstoffsystem befindet sich Wasser. Es gelangt auf unterschiedliche Weise hinein. Einmal schlecht verschlossene oder defekte Tankdeckeldichtungen oder Waschstraßen, auch wenn man besonders mit dem Hochdruckreiniger um den Tankdeckel herum reinigt, gelangt Wasser ins Kraftstoffsystem. So, wir haben hier mal zwei Reagenzgläser. Wir füllen hier handelsüblichen Otto-Kraftstoff auf. Wenn wir jetzt fahren, wird hier im Kraftstofftank unser Kraftstoff weniger, frische Luft strömt nach und die Luftfeuchtigkeit schlägt sich als Kondensation an den Tankwandungen nieder. Hier haben wir Wasser. Die Kondensation an den Tankwandungen fließt dann durch den Kraftstoff durch an die tiefste Stelle im Tank. Wasser ist schwerer wie Benzin und deshalb ist es halt so. Da machen wir das Gleiche nochmal. Wenn wir jetzt fahren, haben wir im Tank eine typische Schwappbewegung. Der Kraftstoff und das Wasser schwappt hin und her. Und jetzt werden geringe Wassermengen, die in den Kraftstoff gespült werden, von der Pumpe angesaugt, über das gesamte Kraftstoffsystem verteilt. Dort verursacht es Rost und Korrosion. Rostpartikel behindern die Gemischaufbereitung. Zudem verursacht Wasser pur in der Verbrennung sporadische Aussetzer, zum Beispiel wenn das Fahrzeug alle 6 Wochen so einen Ruck macht. So, dann benötigen wir Eurosol Benzinsystem. Da füllen wir eine Pipette, konkret 3 Milliliter. Zu unserem Kraftstoff und Wasser. Und das Gleiche machen wir mit diesem Reagenzglas. Und dazu habe ich hier ein handelsübliches Produkt für Benzin. Nehmen wir ebenfalls 3 Milliliter. Dann machen wir wieder unsere typische Schwappbewegung. Hier ist kaum eine Veränderung feststellbar, bisschen vielleicht. Dann machen wir das Ganze mit Eurosol, wieder die typische Schwappbewegung. Wir können es auch mal so vergleichen. Und hier kann man sehen, deutlich sehen, Eurosol verbindet Wasser und Kraftstoff zu einer stabilen Emulsion. Das Produkt ist hoch schmierfähig, schmiert Ventile, Ventilsitze, laute Kraftstoffpumpen, auch Injektoren. Es gibt auch keine Rostpartikel mehr, wo die Gemischaufbereitung behindern können. Das Wasser verdampft in der Verbrennung mit, hat eher nur den Vorteil, dass es die Verbrennung kühlt. Also hier kann man einen deutlichen Unterschied sehen. Hier das Mitbewerberprodukt und hier Eurosol. Nun kommen wir zu den Verschmutzungen im Kraftstoffsystem.
Im Kraftstoff sind immer produktionsbedingte Rückstände von Gummilack und Harz enthalten. Die kann man auch gut sehen, wenn der Kraftstoff beim Tanken überschwappt und über den weißen Lack läuft, verdunstet der Kraftstoff und zurück bleiben auf dem Lack so braune, grieselige Ränder. Das hat bestimmt schon fast jeder mal gesehen. So, ich habe hier wieder zwei Reagenzgläser. Hier fülle ich handelsüblichen Otto-Kraftstoff ein. Wir können jetzt natürlich nicht so lange warten, bis der Kraftstoff dort drin altert, aber den Alterungsprozess lässt sich sehr gut mit Schwefelsäure beschleunigen. Wir haben hier Schwefelsäure. Ich fülle hier 1 Milliliter ein. Und hier das Gleiche. Hier kann man schon sehen, wie die Rückstände von Gummi, Lack und Harz ausfallen. So, jetzt muss ich das Ganze gut schütteln. Das Gleiche machen wir mit diesem Glas. Und ich denke, man kann das schon ganz gut erkennen. Und das sind auch die Verschmutzungen, also diese Gummi-, Lack- und Harzrückstände, die Kraftstoffpumpen blockieren, besonders bei Standfahrzeugen. Diese Rückstände lagern sich an den Injektoren ab. Der Injektor kann jetzt den Kraftstoff nicht mehr fein vernebeln, sondern es kommt oft so zu einem Strahl. Der Strahl kann dann nicht verdunsten in der Verbrennungsluft und genau dieser Bereich kommt zur unvollständigen, kraftlosen Verbrennung mit Rußbildung. Der Ruß lagert sich aus dem Auslassventil ab, auch im AGR-Ventil und geht dann weiter über die Ansaugbrücke und bis in die Ansaugbrücke kann man diese Verschmutzungen sehen. So, wir leeren das einmal aus. Das drehen wir, dass wir viel Verschmutzungen haben. Und jetzt kann man sagen, ich fahre viel, ich fahre jede Woche zum Tanken. Die Verschmutzungen kommen vom Kraftstoff, dann sollten die auch mit dem Kraftstoff wieder weggehen. Wir probieren das. So sieht man noch nichts, wir werden das Ganze einmal schütteln. So, wenn man jetzt genau schaut, kann man feststellen, da wo ich drauf getankt habe, werden die Verschmutzungen mehr. Die Verschmutzungen kommen vom Kraftstoff und können auch nicht mit dem Kraftstoff weggehen. Wir machen hier das Gleiche. Dann haben wir zweimal das Gleiche. Wir leeren das alles aus. Und jetzt haben wir viel Verschmutzungen. Wir füllen beide nochmal mit Kraftstoff. In das linke Glas füllen wir ein Mitbewerberprodukt. Wir nehmen hier 3 Milliliter.
Und in das rechte Glas füllen wir Aerosol. Natürlich ebenfalls 3 Milliliter. So, man kann hier schon was erkennen. Ich habe beide Produkte am Rand runterlaufen lassen. So, jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen bewegen. Und hier Aerosol. Und man kann hier genau erkennen, Aerosol baut diese Verschmutzungen alle ab, nimmt sie in sich auf, bindet an den Kraftstoff und jetzt wird das problemlos verbrannt. Und hier nochmal zum Vergleich das Mitbewerberprodukt. Hier kann man noch einiges sehen, eine gewisse Reinigung ist hier, aber es setzt sich unten ab. Wenn das Kraftstoffsystem wieder gereinigt ist, kann die Einspritzdüse den Kraftstoff wieder ganz fein vernebeln. Der Kraftstoff kann verdunsten und es kommt zur kraftvollen, vollständigen Verbrennung. Und durch die Clean-Up-Additive wird jetzt das Auslassventil und AGR-Ventil ebenso die Ansaugbrücke gereinigt. So, ich habe jetzt die Gläser aus dem Versuch Wasserbindefähigkeit nochmal geholt. Und hier hatten wir ja das Mitbewerberprodukt zur Reinigung. Das leere ich jetzt aus und drehe das Glas, damit die Verschmutzungen zurückbleiben. Und hier haben wir ja viel Wasser im Verhältnis wenig Kraftstoff und wenig Produkt. Das Ganze fülle ich hier ein. Und mache hier nochmal die typische Schwappbewegung. Wie man deutlich erkennen kann, wird auch hier die Verschmutzungen komplett gelöst, ins Produkt aufgenommen und kann wieder über den normalen Verbrennungsprozess entfernt werden. So, ich hoffe, es war etwas überzeugend. Zur Anwendung möchte ich noch Folgendes sagen. Wenn jemand schon diese Verkokungen hat, besonders Ansaugbrücke oder Probleme mit AGR-Ventil, dann bitte jede dritte Tankfüllung eine Flasche Aerosol dem Kraftstoff beigeben. Ansonsten vorbeugend geht alle 3 Monate, dann tauchen diese Probleme erst gar nicht auf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann bitte Daumen hoch, Fragen gerne in die Kommentare und schaut euch unbedingt weitere Videos von Aerosol an. Bitte gerne auch teilen und ich freue mich bis zum nächsten Mal.